Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Until Dawn Part 4. Und im letzten Part war ich ein bisschen geistig verwirrt. Heute auch, aber heute ein bisschen besser. Auf jeden Fall waren wir gerade an der Stelle, ja, ich war gerade der Mike und ich war mit meiner lieben Freundin, der Chess, unterwegs und wir wollten gerade, glaube ich, in unser Zimmer, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin, mal schauen, was passiert. Und ich habe wieder meine sexy Mütze auf. Oh, diesmal meine schwarze. Okay. Wir gehen erstmal die Treppe runter. Und ich habe eine Taschenlampe. Ich kann rumgucken mit der Taschenlampe. Finde ich richtig cool. Okay, ganz ruhig, Daniel. Wird alles gut. So, meine liebe Jess. Wo gehen wir eigentlich hin? Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. No. Okay. Ah, cool, jetzt kann ich ein Foto machen, wie geil. Okay. Komm, ja, Moment. Und. Bäm! Nein! Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass, wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey. Vermerkt. Ich glaube, das Foto sah richtig scheiße aus. Aber okay. Was für eine schöne Aussicht. Liegt hier vielleicht irgendwas? Ich meine, hier gibt es ja so viel zum Entdecken, ja? Ich habe immer so das Gefühl, dass mich jemand vom Wald aus beobachtet. Das. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Ja, ich hätte ein paar Ideen. Okay. So, alles gut. Wo laufen wir eigentlich gerade hin? Ich habe gerade ein bisschen Schiss. Das ist voll gruselig. Wie kann man in so einer Hütte ein Haus bauen? Ich wollte gerade sagen, wie. Was? Wie kann man in so einer Hütte ein Haus bauen? Was laber ich für eine Scheiße? Wie kann man in so einem Wald ein Haus bauen? Meine ich. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Emily war total bescheuert. Widersprechen lass M einfach, okay. Zustimmen. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Ich habe so ein Gefühl, dass der Mike die bloß in die Kiste bringen will, ja. Aber ich glaube, der will was von dieser Emily. Deswegen. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt reagieren soll, aber ich reagiere einfach nach meinen Gefühlen, okay? Wo geht's da lang? Halt mal. Links oder rechts? Ich weiß nicht. Gehen wir erstmal rechts, oder? Nein, links. Wir gehen links. Das sieht mir nach dem Hauptweg aus. Ich glaube, hier geht's woanders hin. R2. Düt. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh nicht was mit einem Generator? Komm mal mit. Meine liebe Jess, ich glaube, da drin ist ein Generator, weil das sieht mir sehr verdächtig. Wieso ist da eigentlich die Türe offen? Oh, da liegt was. Hey Mike, hast du bald den Generator oder was? Ein Totem. Okay, was werden wir diesmal sehen? Vielleicht Darth Vader. Heilige Scheiße. Da könnt ihr wieder den Text durchlesen, meine Freunde. Mike, vielleicht generierst du mal mehr Eifer und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Halten Sie mal Ihr Okay, kleines ich schalte jetzt Mundwerk. an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Okay. Meine Fresse, Alter. Okay. Ja, dann machen wir mal an. Das war gerade die Ashley. Und es war so ein komischer Psychomaskenviech-Killer. Und er hat die voll K.O. geschlagen. Okay. Mal sehen. Okay. Boom. Sehr gut, Mikey. Das reagiert einfach richtig geil. Richtig geil. Ohne Spaß. Die Steuerung ist richtig geil. Du bist echt genial. Ich weiß. Ha? Fuck!
What the fuck? Komm, 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 komm. Weg hier, weg hier, weg hier. Scheiße. Das war gerade ein bisschen heftig. Ein bisschen heftig. Aber nur ein bisschen. Jetzt brauche ich erstmal meine süße Katze. Die Charlie. Der Charlie. Die Charlie vor allem. Guck mal. Meine kleine Katze. Das hat mir meine Freundin gemacht. Und die sieht einfach voll knuffig aus, oder? Voll knuffig. No. Wollte ich einfach mal so zeigen. Ist die Cam unscharf? Nee. Okay. Los geht's. Schnell weg hier. Ich hab irgendwie Schiss. Tada! Sesam, öffne dich. Oh, mein Herz rast, ey. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Oh, ich hab irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache, meine Freunde. Ich hab so ein ganz schlechtes Gefühl. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Ja. Sieht echt toll aus. Ich würde hier niemals alleine rumlaufen. Ohne Spaß. Ohne Spaß, niemals. Außer mit einer Minigun. Oh. Sperrband. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Respektvoll. Mögen Sie in Frieden ruhen. Fragen, woran erinnerst du dich? Nein, ich bin respektvoll. Mögen Sie in Frieden ruhen. Tja, wo auch immer Sie sind, Sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an Sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Ja. Oh Mann, ey. Okay, es wird alles gut. Singen wir einfach ein schönes Lied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G... Hast du das gehört? Da war... irgendwas. Ja, das war irgendwas. Irgendwas Brutales. Nee, what the fuck? Was? Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Nein. Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Ja. Vorsichtig. Schieb die Lore weg. Heroisch. Ich springe runter. Ich komme zu ihr runter, glaube ich. Das ist, glaube ich, echt besser. Aber dann kommen wir beide vielleicht doch. Es ist besser, wenn ich runtergehe. Ich gehe runter, ich bin ein Mann. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ja, ich würde mich mal gern umdrehen. Ich würde mich mal ganz kurz gern umdrehen und nach oben schauen. Da, genau dahin. What the fuck? Das ist ein Psycho-Killer. Wir sind so am Arsch. Wir sind in der Höhle, allein. Wir sind am Arsch. Das war sein Plan. Hilf mir schieben, hilf mir schieben. Komm schon. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Naja, da lacht sie noch. Und in 13 Sekunden ist sie tot. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ah!
Yeah, bin okay. Okay. Naja, hat ja fast gestimmt, ja. Sie war ja fast tot. Ach du Scheiße. Wo sind wir? Oh Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Was ist das? Oh, wieder ein Totem. Oh nein, ich will's gar nicht anschauen, ganz ehrlich. Ich will's gar nicht anschauen. Okay. Heilige Scheiße. Okay, viel Spaß beim Durchlesen. Einfach Stopp drücken. Das war gerade die... Wie hieß sie? War da gerade was? Ich habe gar nichts gesehen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht erschrocken. Aber ich glaube, da war was. Das war die Sam. Die Sam. Die lag da halb nackt. Und war irgendwie voll aufgekratzt. Und oh mein Gott, das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, sie war gefangen. Sagen wir es mal so. Scheiße. Okay, das ist gar nicht gut. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will hier einfach nur raus. Aber ich glaube, von uns stirbt gleich jemand. Ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Irgendwas passiert gleich. Und dann ist so ähnlich wie vor einem Jahr, als zwei Menschen verschwanden. In dem gruseligen... Ich kann nicht mehr reden, Alter. Was ist denn heute los, ey? Oh mein Gott. Okay. Was haben wir hier? Wow. Wow, wow, wow. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Wer wohl hier war? Eine Zigarre. Ein ausgedrückter Zigarrenstummel. Sieht noch frisch aus. Es muss noch jemand auf dem Berg sein. Ich glaube, ich weiß auch wer. Also der raucht wohl gerne. Oh mein Gott, was haben wir hier? Wow. Seltsame Symbole, die an die Wand der Mine gemalt wurden. Scheiße, mein Akku vom Controller ist leer. Richtig geil. Das kann jetzt nicht wahr sein. Oh Mann, ey. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, und zack geht's weiter. Ihre Bedeutung ist unklar. Okay. Gruselige Symbole. Alles klar. Richtig geil. Ich glaube, der Part ist richtig scheiße. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Ja, wofür? Ich hätte jetzt ein bisschen Angst, wenn ich die wäre. Aber nur so ein ganz kleines bisschen, ja. Okay, gehen wir mal ganz schnell wieder raus. Okay, ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Hehehe. Alles klar? War knapp. Heilige Scheiße. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ja. Ja, ich will auch hier raus. Bitte, ganz schnell. Ganz schnell. Aber was liegt hier so? Was ist das hier? Ein Schreibtisch, oder? Wow, eine Karte. Eine Karte mit Markierung eines Bergbauingenieurs, die Statikmängel in der Mine zeigt. Offenbar wussten die Besitzer über das Einsturzrisiko Bescheid. Wow, okay, das ist gar nicht gut. Ich mag kein Einsturzrisiko. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Wir müssen hier fucking nochmal raus, Jess. Schnell, ich hab keinen Bock mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ganz ruhig. Wird alles gut. Ich hab so ein ganz schlechtes Gefühl. Ich hab so ein richtig schlechtes Gefühl. Vor allem, dass der Part richtig scheiße wird. Ich glaube, der Part ist so richtig abgefuckt. Aber lasst euch mal überraschen, wie er noch wird. Ja, vielleicht noch schlechter. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Heilige Scheiße. Gott sei Dank. Aber wo sind wir hier? Oh Gott sei Dank, da ist auf jeden Fall ein Licht. Der ist schon mal ganz gut. Wo geht's hier lang? Nirgends.
Das ist so ein bisschen schlauchig, also man kann gar nicht so viel entdecken jetzt gerade. Kommt mir zumindest so vor. Kann ich das hier anklicken oder ist hier irgendwas? Nope. Oh, a cabin. Also Hütte. Wow, die Bäume da hinten, die machen gerade auch heftig Breakdance, ja? Okay. Mann, die Jess ist so langsam, ey. Ich bin viel schneller als du, Jess. Ach, Jess. Okay. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln speziehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Du bist auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Lass mal sehen. Oh, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ich mag das nicht. Nein. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Bay? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Da war irgendwas. Ich guck jetzt nochmal durch, okay? Ich guck nochmal durch. Ich schau nochmal durch. Okay, okay, sieht sicher aus. Nee, was war das am Anfang? Das sah einfach nur brutal aus. Hey, Jess? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was okay. Ist los? Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine Mega-Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte, komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Sie will einen Bär streicheln. Sie will einen fucking Bär streicheln. Irgendwas läuft da schief. Irgendwas läuft schief mit der. Okay. Gehen wir weiter. Bitte. Ich hab echt. Ich will einfach nur ins Warme. Irgendwo, wo ich ein bisschen sicher bin. Wir sind hier sowieso richtig am Arsch. Deswegen. Oh Mann, ey. Aber was war das gerade? Was war das gerade für ein Viech, ey? Und wieso ist gerade die Kamerasicht so gruselig? Okay. Ich sollte nicht zu schnell laufen. Komm mal mit, hey. Was machst du da? Bleib nicht stehen. Komm mit. Du sollst nicht stehen bleiben. Du sollst mitkommen. Was macht die da? Oh Mann, ich mag die Sicht geil. Oh. Hä? Halt. Wir gehen wieder zurück. Nein, nein, nein. Wieder hoch. Komm, komm, komm. Bitte lauf. Bitte lauf einfach. Oh, danke. Hä, wo ging's da hin? Da war doch gar kein Weg, oder? Habe ich mich da gerade getäuscht? Aber ich glaube, da war gar nichts. Oh Mann, ey, meine Freunde, was ist da los? Was ist da los? Okay. Irgendwas muss hier sein. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Ah, hier. Ein Tor. Okay, machen wir es mal auf. Ladies first. Und dann kommt der Hurensohn. Okay, ich kann nicht mehr reden, Leute. Ich schalt los. So, ganz ruhig. Ich habe Müllermilch getrunken. Könnte es theoretisch sein, dass in der Müllermilch irgendwelche Drogen drin waren? Oder täusche ich mich da? Weil ich trinke zurzeit öfters Müllermilch, ja? Und ich habe so ein Gefühl, dass da irgendwas drin ist. Dass sie da irgendwas reinmischen, dass man geistig behindert wird. Und ich glaube, ich bin gerade geistig behindert. Aber okay. So ist Leben. Wow, da ist ein Reh. Ein Hirsch. Vorsicht, Spatzenhirn! War gerade die Cam die ganze Zeit unscharf? Alter, bin ich gerade erschrocken. Witzig, ich hab nur geflirtet. Genervt. Ratten mit Flügeln. Genervt.
verdammte Ratten mit Flügeln. Oh, armer Mikey. Hat der kleine Piepmatz dir so einen schlimmen Schreck eingejagt? Die Viecher sind krank. Und sicher ansteckend und so ein Scheiß. Alter, das Spiel ist sowas von auf Jumpscares ausgelegt. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ich dachte jetzt einfach... Keine Ahnung. Es ist normal. Aber da kommt ja alle 2 Sekunden brutaler Jumpscare, Alter. Ich hab keine Lust mehr. Okay, wie lange geht der Part? 23 Minuten. Ich darf den heute nicht so lang machen, ja? Sonst werde ich nicht mehr fertig, deswegen. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay. Verdient. Okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Oh, what the fuck? Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Ich wusste, dass irgendwas passiert. Ich wusste es einfach. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Okay, ich bin die Sam. Also die Hayden Panettiere oder wie die auch immer heißt in echt. Weil die haben sich ja an der orientiert beim Modell auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir mal. Wir gehen erstmal nach links. Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen sicher. Aber nur ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen. Und irgendwo war hier doch diese scheiß Kamera, ja? Diese scheiß Kamera. Die mich beobachtet wie die NSA. Oh mein Gott, okay. Hallo? Wow. Was war das? Ich hab grad gar nichts gehört so richtig, weil da war gerade so ein abgefucktes Geräusch bei mir irgendwo. Ist so ein Assi-Fahrzeug vorbeigefahren. Okay. Wo soll ich hin? Ich hab echt keinen Plan. Gehen wir einfach mal hier lang. Oh. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht. Okay, sieht alles gut aus. Was haben wir hier? March 18, 2013, 9:30 Uhr. Nochmal umdrehen. Scheiße, jetzt konnte ich das andere nicht mehr lesen. Aber ihr konntet ja Stopp drücken. Ist schon mal ganz gut für euch. Hier haben wir was, und zwar das. Hannah hatte einen Termin, um sich eine Tätowierung machen zu lassen. Sie hat ein Schmetterlingsmotiv ausgesucht. Ah, das erklärt das Schmetterlingsmotiv auf ihrer Schulter. Vom letzten Part. Seitdem die Jumpscares kommen, habe ich so Schiss. Da sind so viele Schmetterlinge bei dir. Oh, soll ich das machen? Soll ich das machen? Das sind Hannahs Sachen. Wow. Frohe Weihnachten 2010, Schwesterherz. Hab dich lieb, Josh. Oh. Oh nein, ich mag das nicht. Der steht jetzt bestimmt hinter mir. Okay. Hier sind Schmetterlinge. Die hat irgendwie einen Fetisch mit Schmetterlingen, glaube ich. Party. Liebe Hannah, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party um 19 Uhr. Am 13.07.2013, hier, Casa de Mike, bei mir zu Hause. Um Antwort wird gebeten. Hey, Hannah. Schwer verliebt. Ja, sie war ja in den Mike verliebt. Oh, ganz ruhig, Daniel. Es wird alles gut.
Kann ich da nicht rein? Okay, es wird langsam doch ein bisschen gruselig. Oh, shit. Oh. Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Okay, viel Spaß beim Durchlesen. Ich lese mir das später durch. Einfach Stopp drücken. Ich mag das nicht. Ich hasse es. Ich gucke echt nicht gern bei solchen Sachen hin, weil ich weiß, dass da irgendwas kommt. Okay. Oh. Das Spiel macht mich psychisch kaputt. Hannah, George und Beth, ihr seid eingeladen zu Sams Halloween Party. 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Ach du heilige Scheiße. Das ist dieses fucking Bild, Alter. Was ist da los? Okay, was ist da los? Ganz ehrlich. Okay. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück. Hihi. Kann auch gar nichts passieren, oder? Oh. Okay, wir gehen einfach hier lang. Kann ich da geil weiter? Und hier bin ich gefangen. Wunderschön. Okay, dann laufe ich wieder zurück. Vielleicht kann ich die Treppe runter, ich weiß nicht. Oder vielleicht... Ach, keine Ahnung. Egal. Egal. Oh, ach so, eine Türe. Okay, machen wir die mal auf. Hallo? Ist da jemand? Komm schon. Was meinst du, wie lange er braucht? Ich glaube, wir sollten lieber mal Decken suchen. Okay, sehr schön. Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Wuhu! Auf geht's, Josh. Auf geht's. Okay, was haben wir hier? Nochmal eine Türe. Oh, nein. Ach, die ist verschlossen. Okay. Da sind die alle. Aber hier liegt was, oder? Nee. Okay. Huh. Jetzt fühle ich mich gerade wieder ein bisschen entspannter, weil da die Leute sind. Aber ich bin immer noch ein bisschen... Okay, bester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett. Ja, ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Was? Na los, suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay, dann los. Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten? Nee, ich mag kein Hexenbrett. Ich mag kein Hexenbrett. Okay, Leute, ich mache hier im nächsten Part... Aua, das war mein Controller. Ich mache im nächsten Part weiter und ich muss noch jemanden erwähnen, den ich in jedem Part erwähne. Ich hab's letztes Mal vergessen. Da habe ich mich so schlecht gefühlt, ja. Also, hallo Jona, wie geht's dir? Okay, so. Jetzt habe ich die Frau Jona auch erwähnt und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Part sehen. Also meine Freunde, im nächsten Part, was ein Hexenbrett? Die wollen ein fucking Hexenbrett suchen. Okay, ich meine, wenn man keine andere Hobbys hat, wieso nicht? Wird bestimmt lustig. Und ich muss in den Keller mit dem Josh. Mal schauen, ob wir dann den Dinger anschmeißen können, damit ich endlich mal heißes Wasser bekomme. Also dann, ciao.